Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Es geht beim Lesen weiter mit der Orientierungskrise. Doppelpunkt, das heißt von der Außen- zur Innenorientierung. Mit der Entgrenzung der Lebenssituation verändern sich auch die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Einstellungsmuster und damit die kognitive Orientierung der Akteure. Zitat: Angebotsexplosion, Ausweitung der Konsumpotenziale, Wegfall von Zugangsbarrieren, Umwandlung von vorgegebenen in gestaltbare Wirklichkeit. Die Erweiterung der Möglichkeiten führt zu einem Wandel der Lebensauffassungen. Man befindet sich in einer Situation, die besser als Entscheidungssog denn als Entscheidungsdruck zu bezeichnen ist. Zitat Ende. In der unmittelbaren Nachkriegszeit bis hinein in die 60er Jahre war der Fokus der Akteure primär auf die Situation gerichtet und damit außenorientiert. Diese Außenorientierung fand ihren Niederschlag in allen Bereichen der Alltagssprache. So stand im Rahmen normativer Neuorientierung und des Strebens nach materieller Absicherung die Erwerbsarbeit im Mittelpunkt. Im Hinblick auf Konsumentscheidungen waren der primäre Gebrauchswert und die Qualität der Güter ausschlaggebend. Ein Paar Schuhe musste vor allem haltbar sein. Mit der Ausweitung von Angeboten wurde diese Orientierung dann zum Problem. Das Wechselspiel zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen Wirtschaft und Natur, Wissenschaft sowie den an Nutzen, Qualität und Reichtum orientierten Akteuren setzten in der industriegesellschaftlichen Moderne eine Zirkularstimulation der Steigerung in Gang. Normal. Das Wechselspiel zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen Wirtschaft und Naturwissenschaft sowie den an Nutzung, Qualität und Reichtum orientierten Akteuren setzen in der industriegesellschaftlichen Moderne eine Zirkularstimulation der Steigerung in Gang, also spiralig oder wie. Dieser Steigerungsprozess, in dessen Folge das Wohlstandsniveau immer weiter angehoben wurde, führte hinsichtlich der wirtschaftlichen Produktion nicht nur zu einer immer breiter werdenden Angebotspalette, sondern auch zur Perfektionierung der Produkte im Hinblick auf Qualität und Funktionalität. Diese auf den ersten Blick positive Entwicklung hatte jedoch ambivalente Folgen, denn die drei Kategorien Nutzen, Qualität und Reichtum büßen zunehmend ihre orientierenden Funktionen ein. Erstens, mit steigendem Wohlstandsniveau wird es zunehmend schwieriger, einen äußeren Nutzen von Gegenständen zu definieren, da die Mehrzahl der angebotenen Produkte für das reine physische Überleben der Akteure kaum noch relevant ist. Mit der wissenschaftlich-technischen Perfektion der Produkte nehmen objektive Qualitätsunterschiede zwischen den Waren ab. Mit dem steigenden materiellen Lebensstandard aller verliert die Orientierung an sozialem Aufstieg, das heißt an der Reichtumskategorie, ihre Bedeutung für das Alltagsleben.
Wem es bereits gut geht, der kann eine weitere Anhebung seines Lebensstandards kaum noch konkret erfahren. Die Steigerungslogik der Industriegesellschaft führte am Ende des 20. Jahrhunderts zu einer Orientierungskrise, und zwar sowohl auf der Seite der Produzenten im Wirtschaftssystem als auch auf Seiten der Konsumenten. Wussten die einen nicht, in welche Richtung sie ihre Produktentwicklung steuern sollten, so fehlte es den anderen an Maßstäben, um aus dem Überangebot die richtige Auswahl treffen zu können. Resultat war ein Orientierungsdruck, der gerade dadurch entsteht, dass der ökonomische Druck nachlässt. Diese Orientierungslosigkeit löste Schulze zufolge eine Art kopernikanische Wende des Alltagsdenkens aus, indem sich die Handlungsziele der Akteure von der Situation in das Subjekt verlagern. Zitat: Je größer die Vielfalt von Angeboten gleicher außenorientierter Zweckbestimmung ist, desto mehr treten innenorientierte Motive in den Vordergrund. Angebote gleicher außenorientierter Zweckbestimmung. Da die ökonomischen Krisen von wichtig und unwichtig, in Klammern Nutzenkategorie, gut-schlecht Qualitätskategorie und viel wenig Reichtumskategorie als Orientierungsmaßstäbe nicht mehr greifen, tritt jetzt der psychophysische Akt des Erlebens in den Vordergrund, welcher über den Konsum von Gütern und Dienstleistungsangeboten im Subjekt ausgelöst wird. Der Erlebnischarakter von Produkten, ehemals ein Nebeneffekt, wird zum zentralen Gesichtspunkt für die Konsumentscheidung. Kern der Erlebnisgesellschaft, Zitat, Kern der Erlebnisgesellschaft, aus dem alles andere entsteht, ist ein bestimmtes Grundmuster des Denkens, das sich durch den Gegensatz von Außen- und Innenorientierung beschreiben lässt. Zwischen der Bedingung der Knappheit und Begrenzung richtet sich das Denken auf die Situation. Es ist außenorientiert. Mit dem Übergang vom Einwirken zum Wählen, ausgelöst durch die Entgrenzung der Situation, wird das Denken innenorientiert. Es bezieht sich auf Ziele in uns selbst, Gefühle, psychophysische Prozesse, Erlebnisse. Zitat Ende. Mit dem Übergang von der Außen- zur Innenorientierung auf der kognitiven Ebene ändert sich auch die Rationalität auf der Handlungsebene. Nach wie vor agieren die Akteure nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip. Nur zielt ihr Handeln jetzt auf einen subjektiven Prozess. Schulze bezeichnet diese Systematisierung des Handelns als Erlebnisrationalität und meint damit die Selbstmanipulation des Subjektes durch Situationsmanagement. Schulze bezeichnet diese Systematisierung des Handelns als Erlebnisrationalität und meint damit die Selbstmanipulation des Subjekts durch Situationsmanagement. Situationen und Produkte dienen dem Subjekt nur noch als Auslöser für psychophysische Prozesse.
In der außenorientierten Denkwelt haben Gefühle lediglich die Funktion der Steuerung objektiver Nutzendefinitionen, ohne zu ihrem Bestandteil zu werden. Dagegen gehen sie in der erlebnisorientierten Denkwelt in die Nutzendefinition selbst ein. Der klassische Konsument lebt nach der Philosophie des Habens, der neue Konsument der Philosophie des Seins. Ja, wenn ihr meint, also das war jetzt das Kapitel über die Innen- und Außenorientierung und das ist jetzt abgeschlossen. Also Ende von Orientierungskrise.